Wie fühlt es sich an, mehrere hunderttausend Euro Umsatz im E-Commerce zu machen und welches Mindset brauche ich dafür? Das werden wir heute im Video klären und zwar sitzt Martin neben mir. Martin hat über 354.000 Euro Umsatz gemacht mit seinem Online-Shop und, das hast du gerade erzählt, du hättest dir das am Anfang gar nicht zugetraut, richtig? Ja, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass ich mal so viel Umsatz mache. Wie erklärst du dir das, dass du dir das nicht zutrauen konntest am Anfang? Für mich war es halt komplett fernab von dem, was ich bisher irgendwie erlebt hatte oder auch gewusst hatte. Und dass ich dann plötzlich irgendwann mal so viel Umsatz mache, wie ich früher in einem Monat verdient habe, hätte ich mir einfach gar nicht denken können. Du sitzt ja nicht das erste Mal bei uns auf dem Sofa, sondern das wievielte Mal bist du bei uns? Das dritte Mal. Das dritte Mal mittlerweile. Wir haben auch schon ein paar Videos vorher gemacht. Werden wir unten in der Videobeschreibung mal verlinken, sodass wir, dass jeder quasi deine Story auch nachvollziehen kann, wie du eigentlich gestartet bist. Und vielleicht trotzdem spannend für alle, die dich noch nicht kennen. Du hast schon gesagt, dass du jetzt mehr verdienst, als du da vorher verdient hast. Was hast du vorher alles eigentlich so gemacht? Oh Gott, alles Mögliche. Ich bin gelernter Bäckermeister und ich habe danach die Bundeswehr gemacht und dann habe ich mich so ein bisschen ausgetestet mit Versicherungen verkaufen, Network Marketing, Kosmetikprodukte und ich habe Staubsauger verkauft und dann habe ich zu guter Letzt noch ungefähr 3 Jahre in einer Firma gearbeitet als Qualitätskontrolleur und habe dann ja, das Business angefangen währenddessen ich dort gearbeitet habe und dann halt letztes Jahr November gekündigt gehabt. Also Ziel war, als du bei uns in die Zusammenarbeit gegangen bist, was war da dein Ziel, als du gestartet bist? Meinen Job zu kündigen und so ein bisschen freier zu leben. Hast du erreicht im letzten Jahr? Ja. Letztes Jahr November hast du gesagt? Ja, seit 1. November bin ich nicht mehr angestellt. Was würdest du denn jetzt sagen? Vielleicht super spannend für alle, die zuschauen, gerade weil du so viele Sachen gemacht hast. Du hast Staubsauger verkauft, Versicherungen verkauft, dann warst du angestellt als Bäcker, ne? War keine Selbstständigkeit. Mit den Sachen, die du vorher gemacht hast, auch Network Marketing, Nahrungsergänzungsmitteln, das war ja auch schon eine Selbstständigkeit, wo du ja das Ziel hattest, selbstständig zu werden. Warum hat das da nicht funktioniert? Gute Frage. Ich finde es auch sehr stark typenabhängig. Also jetzt zum Beispiel bei Staubsauger oder bei Versicherung und sonstiges, da muss man sehr stark jetzt in die Kaltakquise gehen oder so. Und ich glaube, ich bin nicht der Typ dafür, der sich ans Telefon hockt und irgendwie Lust hat, jetzt potenzielle Kunden anzurufen. Und ich finde es viel schöner jetzt aktuell einfach, dass ich mich zu Hause an meinen Computer hocken kann oder auch von mir aus wo ich gerade bin, am Computer hocken kann, von überall aus arbeiten kann und ja, eigentlich gar keinen echten Menschenkontakt habe, was jetzt in dem Sinn positiv ist. Und ich denke auch, dass das ein wichtiger Punkt ist und auch gerade da, wenn man jetzt das Video schaut und überlegt, hey, ich will in die Selbstständigkeit gehen, ich weiß aber noch nicht richtig, was ich mache. So, du hast gerade von Martin gehört, was er vorher gemacht hat. Es gibt immer Berufe, wo man mehr direkten Kundenkontakt hat und dann gibt es auch Berufe, wo man quasi im Hintergrund ist und die Fäden zieht. Genauso ist es eben im E-Commerce, im Beruf, in der Selbstständigkeit im E-Commerce. Da kann ich eben vom Hintergrund aus meinen Online-Shop steuern, ohne jetzt mit dem Gesicht vor der Kamera sein zu müssen oder Kunden anrufen zu müssen, Termine zu machen, Auto fahren zu müssen. Was eben ein riesengroßer Vorteil ist. Was brauche ich denn an Zeit am Tag, um so ein Business zu steuern? Mit über 350.000 Euro Umsatz im Jahr. Wie viel Zeit investierst du jetzt noch aktiv am Tag? Ich arbeite ungefähr 6 Stunden am Tag. Und die 6 Stunden sind komplett vollgepackt, sodass dir der Schweiß von der Stirn runterläuft? Oder wie sieht so ein klassischer Tag bei dir aus? Nee, es geht eigentlich. Ist vielleicht gerade noch ein bisschen zu spannend, ich könnte schon mehr arbeiten auf jeden Fall, aber es ist halt für mich gerade schön, so zu arbeiten und es ist jetzt nicht so, dass ich mich überarbeite. Also mit 6 Stunden am Tag, glaube ich, überarbeitet man sich auch nicht und das ist eben auch das Schöne, wenn du einen Online-Shop hast, du kannst so die Geschwindigkeit bestimmen, wie du es möchtest. Andere Leute sagen, hey, 350.000 Euro Umsatz,
wo sind, was ist noch möglich in den nächsten 12 Monaten? Oder nächstes Jahr möchte ich 700.000 Euro Umsatz machen oder 1 Million Euro Umsatz machen. Aber wenn man für sich sagt, hey, es geht mir eigentlich nur darum, ein Einkommen nebenbei aufzubauen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und dann kann ich auch eben 6 Stunden am Tag machen und gemütlicher das Ganze gestalten. Jetzt hast du vorher verschiedene Sachen gemacht. Was würdest du sagen, was konntest du da als Learning oder als Erfahrung aus den Berufen, die du vorher gemacht hast, mitnehmen für die Selbstständigkeit, die du jetzt hast, für deinen Online-Shop? Was ich viel lernen konnte, ist vor allem die Rückschläge aus meiner Selbstständigkeit. Und wenn es halt irgendwie was Negatives ist, dann ja, in der Regel, ich meine, es kann jetzt ein negativer Kunde sein zum Beispiel, und in der Regel sieht man den dann nie wieder, und das kann ich auch als Learning übernehmen. Und ja. Du hast auch bei der Bundeswehr, hast du erzählt, wie lange warst du bei der Bundeswehr? 4 Jahre. 4 Jahre insgesamt? Ja. Warum hast du das gemacht, Bundeswehr? Ich wollte schon früher machen, irgendwie so. Das war schon immer mein Werdegang, mein Wunschwerdegang, so mal zur Bundeswehr zu gehen. Was hast du da erhofft von der Bundeswehr? Ich weiß es nicht genau, aber ich würde vielleicht sagen, so Action, ja, Action, einfach mal irgendwie was Gutes tun, zumindest mal das Gefühl zu haben, was Gutes zu tun. Wie sah es dann aus in der Praxis, als du bei der Bundeswehr warst? Ich fand es nicht so geil. Also das Umfeld hat mir nicht gefallen dort, die Kollegen. Und es war halt auch viel langweilig, es war auch größtenteils langweilig dort. Und jetzt warst du insgesamt 4 Jahre da, was ja schon eine recht lange Zeit ist. Was war das Schlüsselergebnis oder die Schlüsselsituation, wo du gesagt hast, hey, das reicht mir jetzt, ich muss irgendwas anderes machen? Das war nach meiner Grundausbildung dann. Da bin ich dann halt in meine Einheit gekommen, und dann habe ich halt nach und nach, also man kommt ja dann rein und dann lernt man die Leute kennen und immer besser kennen nach den Monaten und Jahren. Und wusste dann halt auch einfach, ich hatte keine Lust darauf, auf die Leute, auch wenn es mir leid tut. Das heißt, du hast das dann Monat über Monat erlebt und hast dann irgendwann für dich gesagt, okay, ich mache jetzt den Cut. Ja. Ist, denke ich, ein entscheidender Punkt, wenn man so deine Karriere, deinen Lebenslauf zurückgehen würde, dass du die Entscheidung getroffen hast. Denn wir alle wissen, wir sind der Durchschnitt von unserem Umfeld. Wir sind der Durchschnitt der 5 Leute, mit denen ich am meisten Zeit verbringe. Und du hast es selber gesagt, du hättest dir nicht vorstellen können, dass du länger mit denen Zeit verbringst oder da noch weitere Jahre arbeitest. Und hättest du das gemacht, dann wärst du der Durchschnitt geworden von den Leuten. Ja. So, entweder du wärst jemand gewesen, der gemobbt wurde, oder du wärst auf die andere Richtung gegangen, hättest vielleicht auch die anderen Leute gemobbt. Warum? Weil es halt normal ist, weil es auch das Umfeld macht. So, und das ist halt ganz wichtig, dass man das versteht und dass einem das immer bewusst ist. Das heißt, da, wo du jetzt drin sitzt, in der Situation, mit dem Umfeld, mit den Personen, die dich umgeben, so, das ist auch das, was dich wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre erwarten wird, wenn du jetzt 10 Jahre weiterschaust. Außer du triffst eine Entscheidung und veränderst was. Was war es bei dir? Was hast du danach verändert? Was hast du danach gemacht, nach der Bundeswehr? Ich hatte mich danach nur ganz kurz anstellen lassen, aber eigentlich nur so als Übergangslösung, dass ich was finde, was mir Spaß gemacht hat. Und das war ja damals dann Versicherung, wo ich dann angefangen hatte, und dann halt der ganze Werdegang, wo ich dann halt viel ausprobiert hatte und dann im Endeffekt so gefunden habe, so die Sachen, die mir halt gefallen. Was hast du dann gefunden, was dir gefällt? Ich guck mal, was halt. Und hatte mich anstellen lassen halt. Es hat eine Zeit lang auch Spaß gemacht, und und meine Schauspielerei habe ich mal nach und nach, oder tue ich jetzt gerade nach und nach verwirklichen, das, was mir Spaß macht. Und jetzt halt nur noch E-Commerce und Schauspielerei. Das heißt, wenn wir da jetzt nochmal stehen bleiben, bei dem Schritt, du warst bei der Bundeswehr, dann hast du dich kurzzeit anstellen lassen, und danach bist du zur Versicherung gekommen. Ja, genau. Und deine Erwartung war, dass das Spaß macht, Versicherungen zu verkaufen. Ja, und dass es jeder braucht. Und dass es jeder braucht. Und jeder sich dafür interessiert. Und wie war die Realität? Gar nicht. Also es war schon sehr unangenehm, gerade halt auch
dass der Freundes- und Bekanntenkreis abgeneigt war und eher dann sowas war wie, man wird nicht mehr eingeladen sozusagen. Plötzlich. Plötzlich. Ja. Wenn wir zwei hier sitzen und wir beide alte Hasen sind aus der Versicherungsbranche, dann können wir auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und es ist tatsächlich so in der Versicherungsbranche, dass eigentlich, wenn man irgendwo anfängt, ich habe ja auch von Grund auf gearbeitet in der Versicherungsbranche, eine Ausbildung gemacht. Du hast dann wahrscheinlich eine Weiterbildung gemacht als Versicherungsfachmann. Ja, genau. Und wenn man irgendwo anfängt in der Agentur, dann ist es bei den meisten Agenturen so, bei mir war es glücklicherweise nicht so, dass zuerst gesagt wird, hey, so, zeig mir noch mal bitte, in welchem Verein bist du? In welchem Sportverein bist du? Was hast du eigentlich sonst so für Hobbys? Du solltest dich hier nochmal anmelden, da nochmal anmelden, um einfach dein Netzwerk aufzubauen und auch den Leuten dann Versicherungen zu verkaufen. Wer sind eigentlich so deine Freunde? Wer sind eigentlich so deine Bekannte? Was haben deine Familie eigentlich für Versicherungen? Das heißt, das, was als allererstes gemacht wird, wird dein Bekannten- und Freundeskreis abgegrast, um da Versicherungen zu verkaufen, um natürlich schnell Verträge an den Mann zu bringen und auch schnell, wenn man in einer Agentur angestellt ist, dementsprechend da auch Umsatz reinzubringen, was schnell mal den Freundeskreis kaputt machen kann. Ja. Das nächster Step war, du bist von den Versicherungen weitergegangen. In welche Branche? Vorwerk habe ich. Ich habe Staubsauger damals verkauft. Staubsauger hast du verkauft. Ja. Jetzt bist du von Versicherung zu Staubsauger gegangen. Was hast du dir da erhofft bei Staubsaugern? Dass es einfacher funktioniert. Und aber Staubsauger war wahrscheinlich ein hochpreisiger Staubsauger. Ja. Was hat der Staubsauger gekostet, den ich hätte bei dir kaufen können? Also schon so im Bereich von 500 bis 1000 Euro geht aufwärts dann halt auch Also auf jeden Fall ein High-Ticket-Produkt, also mit einem höheren Verkaufspreis. Und wie sah es da aus, Staubsauger verkaufen? hat auf jeden Fall schon mal mehr Spaß gemacht, weil ich halt auch gleich eine Kundenliste bekommen hatte von bestehenden Kunden. Wurde halt quasi nicht direkt ins kalte Wasser geschmissen und hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht. Hättest du dir, wenn du jetzt die Staubsaugerzeit nimmst, hättest du dir da vorstellen können, irgendwann mal 350.000 Euro Umsatz zu machen mit einem Online-Shop? Nee, das hätte sich so unrealistisch angefühlt. Was denkst du denn, was ist jetzt anders? Ein paar Monate nachdem du im E-Commerce gestartet bist, was hat sich da bei dir verändert, dass du sagst, hey, das funktioniert, das ist möglich? Dass ich halt weiß, worauf es ankommt und dass ich das halt immer wiederholen kann. Und halt auch vom Mindset her, ja, dass ich es halt einfach immer wieder wiederhole halt. Wenn du jemandem jetzt einen Tipp geben möchtest, Tipp geben würdest, der zuschaut und der auch in deiner Situation ist. Vielleicht macht auch jemand, der zuschaut, gerade Network oder verkauft Produkte offline oder macht einen ganz normalen Angestelltenberuf, wie du es ja auch gemacht hast. Was würdest du dir mitgeben als Tipp aus deiner Erfahrung? Also sich auszutesten ist schon gut, aber ich finde halt auch wichtig, dass man herausfindet, was für ein Typ man ist. Also ich bin, glaube ich, gar kein Typ, der sich ans Telefon hockt und Kaltakquise macht, sondern ich Ja. bin eher der Typ, der sich hinter den Computer hockt und ja, Business aufbaut am Computer. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, verschiedene Sachen in seinem Leben auszuprobieren, um zu erfahren, wie ticke ich eigentlich als Mensch? So, bin ich eigentlich jemand, der mehr Lust hat auf Menschenkontakt oder bin ich jemand, der gerne im Hintergrund die Fäden zieht? Wenn ich du hast für dich herausgefunden, du bist eher jemand, der im Hintergrund sitzt und dem das mehr Spaß macht, als Versicherungen und Staubsauger zu verkaufen. Wenn ich mir mich anschaue, und da auch ganz ehrlich, die meisten Leute denken, dass es bei mir vollkommen anders ist. Dass ich auch jemand bin, der super gerne super viel Menschenkontakt hat. Aber wenn ich mich anschaue, ich habe ja auch zuerst E-Commerce gestartet, habe zuerst meinen Online-Shop aufgebaut. Und ich bin auch jemand, der super gerne im Hintergrund arbeitet, der super gerne eigentlich nur mit Tabellen und Zahlen und Online-Shops Seiten baut, sich damit beschäftigt. Ich bin gar nicht so der klassische YouTube-Typ, wie man vielleicht eigentlich meinen mag. Und die Unternehmensberatung kam danach als zweiter Step. Und ich finde deine Geschichte super inspirierend, wo du herkommst. Zuerst von der Bundeswehr und dann die Sachen, die du probiert hast. Und auch, da sind wir so drüber hinweggeflogen. Nach der Selbstständigkeit hast du dich ja wieder anstellen lassen. Ja. Du hast, was hast du noch gemacht?
Qualitätskontrolleur. Qualitätskontrolleur. Es ist auch, man kann so viele Learnings aus Martins Story, Martins Geschichte rausziehen, denn da auch zu sagen, hey, ich habe die Selbstständigkeit gewagt, mit einmal Staubsauger, mit einmal Versicherung, bin in dem Sinne gescheitert und dann gehe ich wieder zurück zu was Festem und bekomme erstmal ein festes Einkommen wieder, um eine Basis aufzubauen, um auch Geld zu sparen und um dann wieder den nächsten Schritt zu wagen und zu investieren und quasi einen Schlussstrich drunter zu ziehen und sagen, hey, so, was habe ich eigentlich vorher gemacht in der Selbstständigkeit? Ich habe direkt Leuten verkauft, Produkte, so, warum hat mir das nicht so gefallen? Warum hat mir das nicht so gelegen? Was gibt es sonst noch so für Möglichkeiten? Deswegen finde ich deine Story so geil, so inspirierend und freue mich jedes Mal, wenn wir zusammensitzen und wenn du das vor allen Dingen auch den Leuten mitgeben kannst. Du gehst natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause, sondern wir haben noch was für dich vorbereitet und zwar ab 250.000 Euro Umsatz gibt es bei uns den 250.000 Award. Jetzt musst du mir mal behilflich sein, Martin. Genau, zieh mal hoch. Geil. Das ist dein Award und den hast du dir definitiv verdient, nach dem, was du durchgemacht hast. Und Martins Story finde ich so inspirierend, weil man da so viel draus lernen kann. Und wenn du auch ein bisschen Motivation geschafft hast oder Inspiration gewonnen hast und gesagt hast, hey, ich will auch an meinen Träumen festhalten und weitermachen, dann geh auf www.baumdick.de, bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch und dann entwickeln wir gemeinsam die Strategie, wie du auch deine Träume erreichst und weiterkommst in deinem Leben.